Alles klar, erledigt. Und hier unten sieht es überall noch sehr vergiftet aus. Mit dem ganzen Grün und so. Gar nicht so schön blau, wie wir das kennen. Hier oben haben wir, da haben wir noch einmal Grün. Ach du Scheiße. Nochmal eine grüne zersprengte Wand. Brauchen wir also doch nochmal den Käfer. Wie soll ich das denn machen? Wir werden mit dem total herunterleiten, den Kollegen. Oh Gott, und wenn er irgendwo gegen eiert, dann ist er sofort Selbstmordkommando angesagt hier. Hat das schon gereicht? Wo ist er jetzt gegen? Nee, der ist vorher ist er hier abgebogen. Das schaffe ich doch nie. Kommst du so gleich mit? Das wäre natürlich super. Okay, so ist das natürlich viel besser. Alles klar. Hat ja sogar beim ersten Mal geklappt. Passt. Passt. Also definitiv gleich ein Speichernwert. Nachdem wir das Kartenfragment eingefriemelt haben. Jawohl. Und uns und ein Herzkasper bekommen haben. Ui, von dem Bereich, der jetzt wieder freigelegt wird. Ach, Scheiße. Ich sehe schon, das Tal des Windes werden wir heute nicht mehr sehen. Aber ist ja nicht wild. Läuft ja nicht weg. Ist viele Jahrhunderte wahrscheinlich da gewesen und wird auch weiterhin da bleiben. Daraufhin erstmal eine Fähigkeitszelle. Jetzt haben wir wieder drei. Und dann, oh, gucken wir doch mal. Wir können den Dreifachsprung freischalten. Uiuiuiuiui. Das ermöglicht natürlich das ein oder andere. Und kommt mir jetzt auch gerade recht. Hallo Spinne. Au. Rechts misst die. Ich gehe mal gerade überhaupt nicht auf die Nüsse oder so. Au. Toll. Wo will ich mit dir hin? Du bist doch bestimmt nicht umsonst da. Und was ist hier oben? Einfach mal nichts, okay. Also pass mal auf, wir machen jetzt erstmal Kollege Schnecke hier fertig. Weil du bestimmt im Weg bist. Und dann muss ich dich doch bestimmt irgendwo mit hier runternehmen. Oder auch nicht, ich habe absolut keine Ahnung. Auf jeden Fall wird es hier unten so ein bisschen frostig, oder? Ach du Scheiße. Und alles tut weh. Hier tut einfach mal alles weh. Eine Welt aus Schmerz. Au. Okay, schon besser. Und hier dran vorbei zu sein, also alles ist hier irgendwie eine Herausforderung für sich. Und wenn man dran vorbei ist, will man einfach nur noch speichern. Und genau das mache ich auch. Wo zum Geier sind wir? Das ist doch nicht das Tal des Windes. Das ist das Tal des Schmerzes. Au, überall Dornen. Überall Dornen, das ist ja schrecklich. Hallo. Hast du dich gerade selbst gekillt? Du bist ein dummer Idiot, ey. Wer ist denn so doof, bitte, und springt in die Stacheln rein? Habe ich ja noch nie einen gesehen. So doof kann man doch geil sein. Ah. Okay, das ist aber alles bloß vorgeplänkel bisher gewesen hier, ne? Ich könnte. Also, das ist auch wieder so ein Abschnitt hier, wo ich denke, hier muss da irgendwas versteckt sein. Wenn hier so ein Rundkurs ist. Sehr seltsam. Sehr, sehr seltsam. Ja, auf jeden Fall nochmal speichern. Wo zum Geier sind wir? Es ist ein gefrorener See. Und hier haben wir wieder einen nicht grünen Panzerkäfer. Jetzt haben wir einen nicht grünen Käfer. Und jetzt haben wir einen nicht grünen Totenkäfer. Alles klar. Da oben ist ein Hebel. Scheiße. Hätte ich dich gebraucht, Käferli. Na, sowas aber auch. Guck mal, du kannst ja genauso gut mitkommen hier. Obwohl ich natürlich auch einfach meine Mumpeln nutzen könnte. Und meinen guten Dreiersprung. So, Tür auf und weiter geht's. Sehr gut. Auch wieder ein guter Punkt zum Speichern. Ich weiß, ich verschwende das ganze Arc, weil man ja einfach mal 5 Meter zurückgehen könnte, um den letzten Speicherstand zu nutzen. Hier ist alles gefroren. Man könnte 5 Meter zurückgehen und den letzten Speicherstand nutzen quasi gratis. Aber ich bin so faul. Ich bin so faul, was das angeht. Okay, da geht's nicht hoch, weil da ein Ast im Weg ist. Da sind schon wieder ganz viele Spinnen. Huch, hier rutsche ich einfach mal runter.
Okay, hier geht's in die, in das Baumgedöns rein. Und da schwellt aber auch was. Wie kann denn hier was, also hier, ne? Wie kann denn hier was schwellen, wenn alles andere gefroren ist? Sehr interessant. Leute, ihr macht mich schwach, ey. Alle miteinander. Au. Ja, alles tut weh. Hier tut einfach mal alles weh. Das ist ja schrecklich, ey. So, du musst jetzt auf jeden Fall erstmal nochmal wieder hier mitkommen, weil ich könnte wetten, ich muss dich hier irgendwo gegenhauen. Da kommt der nächste Pansen. Mann, ey. Das ist ja schlecht, weißt du? Die Gegner respawnen, aber hier diese lustigen Gesundheitspunkte, die respawnen natürlich nicht. Ist ja wohl logisch. Hunde, Alter. Okay, hier kommt er nicht hoch. Alles klar. Bei den Grünen denke ich immer, die brauche ich für irgendwas. Aber für was eigentlich? Okay, er ist jetzt da runtergeeiert, aber so wirklich Sinn hatte das Ganze jetzt auch nicht. Denn er hat nichts kaputt gemacht. Was soll das denn für ein... Hallo, was soll das denn für einen Sinn haben, wenn du hier nichts kaputt machst? Und wie komme ich bitte hier runter? Muss ich hier runter? Ich komme von unten drunter noch runter. Alles klar. Gut, dann kann ich mir das natürlich jetzt hier ein bisschen schenken. Und einfach mal weitergehen. Zum Beispiel zu dieser köstlichen Fähigkeitsblubbel. So, und auch hier wieder definitiv einmal speichern angesagt. Denn unsere... Uiuiui, unsere Energie geht langsam sehr zur Neige. Was ist denn hier? Das sieht auch so sehr nach Eingang aus. Mein Gott. Ein Haufen. Was ist denn hier? Was ist denn das? Sind das Stacheln? Das sind Stacheln. Beziehungsweise, ja. Eis oder Frostsplitter oder sowas. Oh, die tut alles weh. Alles tut hier weh. Aber wir nähern uns, oh Gott, wir nähern uns einem ziemlich großen Bereich. Mit ganz wenig Lebenspunkten übrigens. Eins üppig und grün, jetzt mit Eis bedeckt. Hier sind komische Zeichen und sowas am Boden. Beziehungsweise in den Felsen. Ja, ah. Jene, die nicht entkamen, bezahlten mit ihrem Leben. Wer denn? Wie denn? Wo denn? Was denn? Ach du Scheiße. Oh Gott, sind wir... Oh je. Sind wir bei einem anderen Dungeon angekommen? Ich muss doch eigentlich da hoch. Ich bin gar nicht auf dem Schirm, wie es das dritte hier heißt. Erzähl mal sein. Der Eingang zu den Elendsruinen. Ach so, das war's. Dies ist der Ort, den die Gumon Heimat nennen. Oder wahrscheinlich eher nannten. Um ihn zu betreten, müssen wir zunächst das Gumon-Siegel finden und dazu den Nebelforst durchqueren. Also so gut so. Ich fühle mich noch ein bisschen schwächlich auf der Brust für sowas. Muss ich ja sagen. Oh Gott, wir können oben drüber. Ist das gut? Oder nicht? Wahrscheinlich eher nicht. Wir sind völlig falsch. Ich hätte jetzt gerne einen Teleportpunkt. Sodass ich die ganzen Blödsinn nicht mehr zurücklatschen muss. Wir gucken uns trotzdem natürlich noch ein bisschen weiter hier um. Den Nebelforst muss man durchqueren. Der ist ja wohl völlig anders. Hier irgendwo war doch so ein Wegweiser da lang zum Tal des Windes und da lang zum Nebelforst. Ohlhain? Dornensumpf? Mondgrotte? Schwarzwurzelgänge? Ja, keine Ahnung. Ich wüsste nicht, wo auf der Karte jetzt der Nebelforst ist. Also ich nehme an, der Nebelforst ist hier unten. Es ist ganz neblig da unten und ich gehe tot. Also nehme ich mal an, wäre das der richtige Weg. Ach Gott. Ey, ich muss jetzt unbedingt nochmal nach links. Oh Gott. Oh, Energie, sehr schön. Ich muss jetzt unbedingt nochmal nach links, weil der alte Baum möchte auf jeden Fall noch seine Sprüche loswerden und sein genauso. Außerdem will ich die Karte ein bisschen aufgedeckt haben. So, bla 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 sein. Dankeschön. Okay. Haben wir das? Ich hätte jetzt hier echt gerne einen Teleportpunkt. Wäre das nicht toll, wenn hier unten irgendwo ein Teleportpunkt wäre? Ich fände das super. Da ist ja interessant. Ich nehme mal an, wir werden hier hinten irgendwo, indem wir hier noch ein bisschen runtergehen, eigentlich mit einem Teleportpunkt belohnt. Das wäre doch auf jeden Fall sehr nett. Auf jeden Fall haben wir da unten eine Fähigkeitsmumpel unterm gefrorenen Wasser. Hier kommen wir rein.
Okay, Gott sei Dank können wir unter Wasser atmen. Kabumperbum, wir haben einen weiteren Fähigkeitspunkt ausgezeichnet. Aber bringt er jetzt erstmal nicht wirklich viel. Ich gucke mich hier mal sehr gründlich um. Man weiß ja nie. So, und was mich auf jeden Fall noch interessiert, kriegen wir das Eis mit einer Stampfattacke kaputt? Kriegen wir tatsächlich, alles klar. Das ist gut zu wissen. Ich meine, es hat jetzt hier an der Stelle nicht wirklich Sinn. Aber es ist auf jeden Fall gut zu wissen. So, und da sind wir auch schon auf der unteren Seite für diese Fähigkeitsblubbel. Aber leider kein Teleportpunkt. Es ist ein bisschen sehr schade, muss ich sagen. Also guck mal, dieser riesige Bereich hier. Und wir haben keinen Punkt, um hierher zu teleportieren. Das ist auch ein bisschen seltsam vor allen Dingen. Ich liebe meinen Trippelsprung. Was ich jetzt auf jeden Fall nochmal gucken werde, ist ob es hier ein bisschen höher geht. Nope. Nö, nö. So, dich hauen wir mal wo sonst wo hin, damit du uns in Ruhe lässt. Okay, jetzt ist ja bloß noch der Rückweg angesagt. An sich, weil mehr sehe ich hier auch nicht auf der Karte. Aber wo kamen denn jetzt von da unten die Blubbeln her? Wenn ich mal fragen darf. Habe ich denn jetzt von da unten Blubbeln gekriegt? Lass mich in Ruhe. So, hier unten ist irgendwie auch noch was, ne? Guck mal, hier so ist da irgendwie... Hier ist irgendwas Lilanes mit Stacheln. Keine Ahnung. Hä? Sehr seltsam. Also das hier unten ist gerade so ein bisschen seltsam. Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich ihm noch mal den Panzer weggehauen. Jetzt kann ich ihn kaputt machen, toll. Drauf geschissen. Leben und leben lassen, Leute. Leben und leben lassen. Okay, ja wie gesagt, dann auf an den... Oh Gott, auf an den Rückweg. Was ich euch jetzt definitiv vorenthalten möchte. Hier direkt über mir soll irgendwie noch so eine Blubbel sein. Aber ich sehe keine. Aha, okay. So viel dazu. Alles klar. Einen weiteren kleinen Geheimbereich gefunden. Wozu auch immer. Aber er hilft uns hier rüber zu kommen. Ausgezeichnet. Ist natürlich super, wenn die Raben weg sind. Und hier weiß ich immer noch nicht so. Aber mit dem Trippelsprung müsste das jetzt definitiv möglich sein. Locker. Locker könnten wir da oben reinkommen. Mit dem Trippelsprung und unserer eigenen Mumpel. Wenn die auf uns jetzt reagieren würde. Aber klappt nicht. Versteh's halt nicht. Hier, geht nicht. Ich raff's nicht. Schaffen wir es vielleicht sogar mit dem Trippelsprung jetzt ohne Mumpel? Okay, wir schaffen es jetzt mit dem Trippelsprung auch ohne Mumpel. Aber was soll denn das bitte? Ich verstehe das halt einfach nicht. Und warum geht das nicht? Okay, wir haben jetzt diesen super tollen Supersprung hier, der eigentlich ein Dash ist. Aber irgendwie klappt das trotzdem nicht. Sehe ich das gerade richtig? Nee, klappt irgendwie trotzdem nicht. Das verstehe ich jetzt auch gerade nicht. Muss ich ehrlich sagen. Also sowohl mit dieser Fähigkeit als auch mit unserem hochgelobten Supersprung sonst was wie Dash kommen wir nicht hier oben rein. Ich raff's nicht. Also manche Stellen manchmal ist auch seltsam. So, jetzt haben wir natürlich ganz viel Lebensenergie und an sich soweit verschwendet. Nur um festzustellen, dass es einfach nicht geht. Ich glaube, ich lasse mich gerade nochmal umbringen. Jetzt haben wir für dieses kleine Experiment natürlich sehr viel Lebensenergie und so weiter verbraucht, was gar nicht sein muss. Und das heißt, ja, wir machen das rückgängig und beschäftigen uns so hier mit den Kollegen. Dieser scheiß Frosch, der zielt so gemein gut, ey. Hässliches Hässlon, ey. Der verdammte Frosch. So. Jetzt sind wir wieder bei dem furchtbar lauten Wasserfall angekommen.
5 Milliarden Frösche hier. Was ist mit euch nicht in Ordnung? Au. Das ist natürlich super, wenn man durch die Brücke durch angreifen kann und gleichzeitig oben wunderschön ausweichen darf. Ach, guck mal hier. Ich habe das jetzt nur gesehen, weil es da oben, weil hier, weil es da blau gefunkelt hat. Schön. Aber hier ist ja genau, was wir brauchen. Ein Kartensteinfragment. Und erneut Energie, ausgezeichnet. Ich meine, viel gibt es hier unten jetzt nicht mehr. Was ist mit ihm nicht in Ordnung? Viel gibt es hier unten jetzt nicht mehr, nur Ärger. Und eine Fähigkeitsmumpel. Aber die wollen wir natürlich auch haben. Also, dass wir hier nie wieder zurück müssen. Ist doch, glaube ich, von Vorteil. So, wie kommen wir denn jetzt am günstigsten? Alter, wie kommen wir denn jetzt am günstigsten hier hoch? Aha, so ungefähr, alles klar. Danke, Frosch. So, und ich scheue mich nicht, jetzt hier 5-6 Mal auf dem Hochweg zu speichern, wenn ich dafür etwas nicht doppelt und dreifach machen muss. Was ist denn das hier? Irgendwie liegt hier irgendwas, aber ich raff nicht, was das ist. So, na, wenn das kein schöner Aufstieg ist, weiß ich auch nicht. Wo zum Geier sind wir hier? Schaffen wir das überhaupt hier hoch? Ist eine ganz andere Frage. Oh, tatsächlich. Oh. Gelobt sei der Trippelsprung. Okay. Dann sind wir ja erstmal hier oben und können auch erstmal wieder vernünftig speichern. Ich bin ja so begeistert. Was für ein Hin- und Hergegriesgnadel. So, tatsächlich 7 Stunden sitze ich hier schon dran. Es ist ja unglaublich. Es gibt hier immer... Also ich gucke mir jetzt gerade noch mal so ein bisschen das Interface selbst an. Na, ehrlich, ohne Mist, ich habe 7 Stunden gespielt, ohne mir das hier unten anzugucken, weil es mich in dem Fall noch nicht tangiert hat. Wir haben die Wasserader hier und die hat, also quasi der Schlüssel für den Dungeon, die Wasserader, ja, hat uns in den Ginsu-Baum geführt, den wir abgeschlossen haben und das Wasser ausgelöst haben. So wird das hier schätzungsweise jetzt hier weitergehen mit Blablabla, um Blablabla zu machen und Blablabla, um Blablabla zu machen. Ja, ganz einfach, ne? Um es nochmal erläutert zu haben. So, laut Karte geht's hier dahin weiter, wo wir hinwollen. Aber wie gesagt, ich bin sehr neugierig, wie es hier oben weitergeht. Vor allen Dingen hier so in diese Richtung und so. Und hier ist auch noch eine Mumpel. Und da will ich auch nochmal vorbei. Das will ich echt nochmal getestet haben. Okay, hier ist der Wegweiser, den ich vorhin meinte. Nebelforst nach links. Okay, ist aber das Tal des Windes und da oben ist der Trauerpass. Nebelforst, alles klar. Hier ist der Nebelforst. Na gut. Na gut. So, da sind wir wieder an dieser berüchtigten Stelle hier. Mit den Selbstmordraben. Wie zum Beispiel der Rabe Hein Günther, der gerne in die Dornen fliegt. So, und Klaus Dieter hier oben ist ein bisschen schlauer. Aber der fliegt gerne gegen die Wände. So, und jetzt bin ich nämlich sehr gespannt, ob ich das hier... Ich bekomme das nicht eingerissen. Das ist ohne Mist. Ich habe absolut keine Ahnung. Das ist nur schon unsere stärkste seitliche Attacke bisher. Geht das noch stärker? Ist eine andere Frage. Also, allein laut diesen Bildern gehe ich eigentlich nicht davon aus, dass wir noch irgendwas mit Wand kriegen. Ich könnte mir jetzt höchstens vorstellen, dass das hier in irgendeiner Form noch stärker wird. Aber hier, aber Turbosprint. Hier, ermöglicht es Ori Feinde mit dem Turbosprint anzugreifen. Mit LT. Das ist, schätze, das ist die Taste. Das ist die Taste, ja. Warum heißt das hier Turbosprint, ja, und in der Steuerung Super Sprung? Sind die alle besoffen? Das ist unglaublich. Und das in der Definitive Edition, ja, das musst du dir mal vorstellen. Ich weiß, ich reg mich jetzt hier über Kleintram auf und über ein Spiel, was so und so viele Jahre alt ist, aber es sind Übersetzungsfehler und die Wurmen erst recht, es ist nun mal so, es gibt immer mal wieder Spieler, die in einem Spiel neu sind, ja, auch wenn das Spiel noch so alt ist, ja.
Und dann sind so eine Begrifflichkeiten hier Kruschel. Na gut. Ich sehe jedenfalls nicht. Stichflammenexplosion. Erweitert den Radius und erhöht den Angriffsschaden der Stichflamme. Wo wir wissen, dass das unser... dass das noch unser Explosion ist. Okay. Auch wieder, wie gesagt, Übersetzungsgedöns. Na gut. Wir haben zwei. Okay, das heißt, wir arbeiten uns jetzt hier mal lang. Ermöglicht es, die Geisterflamme erheblich schneller abzufeuern. Nehmen wir doch direkt gerade mal mit. Denn hier ist bloß noch Effizienz, Lebensmarkierung sowie Energiemarkierung und Geheimnisbereichmarkierung. Also das ist alles Erforschungsgedöns, mal von Geistereffizienz abgesehen. Aber relativ nebensächlich und nur für Komplettionisten wichtig. Und das hier ist schon eher so. Wie gesagt, Stichflammexplosion und Ultrastreuflamme werden wir uns auf jeden Fall noch holen. Wo brauchen wir jetzt eigentlich das Kartensteinfragment, was wir von hier unten jetzt her haben? Wahrscheinlich schon für hier oben. Nehme ich mal an. Aber gut, dass wir es haben. Gut, dass wir es haben, ne? Ist immer schön, sowas zuerst zu finden. Und erst dann, wo es hin soll. Es macht sich doch gleich viel einfacher. Erstens mit dem Dreifachsprung. Und zweitens, dass man weiß, dass man die Spinnen auch selbst nutzen kann. Ist doch super.